Tanja und die Easy und ich machen heute eine Challenge in Brookhaven. Und zwar ist es 6 Uhr morgens. Ja, ein frischer Tag. Ein neuer Tag. Du denkst dir vielleicht, was machen wir heute? Wir machen heute die eine Farbe Challenge in Brookhaven. Das heißt, wir rollen gleich ein Rad, was uns sagt, welche Farbe wir als unsere anerkannte Farbe des Tages nehmen. Und dann leben wir den ganzen Tag lang mit dieser Farbe. Das heißt, wir suchen uns Klamotten danach aus. Wir machen vielleicht Jobs, die dazu passen. Falls wir blau kriegen, können wir Polizisten werden oder sowas. Wir färben unsere Haare, Nägel, was auch immer, was uns einfällt. Und leben den ganzen Tag mit der Farbe. Bist du bereit? Soll ich rollen? Okay. Lass es pink sein. Okay, wir haben... Pinkes zur Auswahl. Und es ist sogar pink! Nein! Oh, woo! Kannst du hell sehen? Okay, yes. Eine Jacke komplett pink in Brookhaven. Ich würde sagen, wir können erstmal im Einkaufsladen gucken, ob wir uns hier irgendwas zulegen können. Und scheinbar ist das unsere neue beste Freundin hier. Die ist einfach da, die ist dabei. Würde ich immer sagen. Okay. Let's go! Let's go! Okay, was gibt's hier? Pink. Geht das Schoko-Eis durch? Was hast du? Geht das Pink durch? Guck mal hier. Ich glaube, das ist eher lila. Das ist lila? Ja, ich glaube, das können wir nicht essen. Oh nein! Oh Gott, das wird ein Problem. Warte, wir brauchen noch irgendwas zu essen. Gibt es vielleicht Kuchen oder Eis oder irgendwas in Pink? Ich sag dir, das wird ein richtiges Problem, weil wir kaum pinke Sachen haben hier. Stell mich unter das pinke Licht. Sehr gut. Hallo. Sehr gut. Ich geh mal, warte mal, gibt's hier Eis? Es gibt auch kein pinkes Eis, Easy! Macht doch nichts, steig in mein pinkes Auto! Oh! Easy-Mobil. Easy-Mobil. Ich glaub, ich bin dabei. Im Easy-Mobil. Muss ich fahren? Oh ja. Ja, du bist am Fahrrad. Ist okay. Da fahren wir. Wie stehst du dazu, wenn wir hier einen Halt machen kurz mit unserem Easy-Mobil und in den Nagelsalon gehen und uns die Haare färben lassen vielleicht? Nägel machen lassen. Oh, warte, ich mache mir erstmal Nagelsalon lassen wir uns die Haare färben. Es geht beides. Okay, ich hätte gerne einmal komplett pinke Nägel. Übergang hell nach dunkelpink. Vielleicht mit ein paar pinken Glitzersteinen. Ist das machbar? Natürlich ist das machbar. Oh. Geben Sie mal Ihre Zehennägel her. Meine Zehennägel auch? Ja. Oh. Ich mache die längsten Zehennägel der Welt. Okay, so, pinke Haare. Erstmal Haare. Gehst du eher für ein subtiles Pink oder für ein aggressives Pink? Ich bin eher für ein subtiles. Okay. Wie du jetzt auch gleich sehen wirst, das ist ein sehr subtiles Pink. Das ist blau! Da hat wohl jemand die Farbe nicht verstanden. Naja. Okay. Und meine Haare sind knallpink. Ja, pinker wird's nicht. Was? Wieso hast du sie so knallig gemacht, Ronja? Nee, damit man aussieht. Okay, warte, ich mache sie ein bisschen heller. Ich glaube, vielleicht ist es mir zu knallig. Ich mache eher ein leichtes Rosa. Haare bitte umfärben, etwas heller. Oh, das passt richtig zum Pulli. Warte, ich versuche den Farbton von meinem Pulli zu hitten. Okay. Ui. Oh, deine sehen hübsch aus. Deine sehen auch sehr hübsch aus. Danke. So ein Erdbeerpink fast schon. Ja, ich habe so ein bisschen rötlich. Ja. Und ich habe so ein kühles Pink genommen. Sehr schön. Okay, gut, dann würde ich sagen, oh warte, Haare immer noch auswaschen, weil sonst haben wir die Farbe und dann hängt die uns die ganze Zeit, wenn man auf einem Kissen liegt, ne? Das kennt man ja, das Problem. Oh ja, das kenne ich. Das kennst du. Ich habe ganz viele pinke Kissen. Ich kenne das tatsächlich, meine waren mal so pink. Du musst die anmachen. Die waren an. Entschuldigung. Nein, du hast das Wasser nicht angemacht. Oh, stimmt. Sorry. Okay, ich wasche meine Haare nochmal aus, das Sekündchen. Kann ich hier auch mir die Haare schneiden lassen? Ja, sicher. Okay. Ich muss aber warten, bis ein Friseur kommt. Ach, Moment. Oh, schönen guten Tag. Hallo. Ich habe gerade meine Friseurausbildung gemacht. Ich bin definitiv ein echter Friseur und schneide dir nicht einfach nur Stücke deiner Haare ab. Und du wirst es auf jeden Fall nicht bereuen, hierher gekommen zu sein. Yeah, dann würde ich jetzt doch den gerne kriegen. Hin. Wunderbar. So, wie stehst du zu den kleinen Zöpfchen, die du auf deinem Kopf hast? Hättest du die gern oder soll ich die einfach ab? Kannst du weghauen, wenn du willst. Mach ich weg, kein Problem. Ja, hau mal weg. Okay. Oh nein, du machst es wirklich? Ja, natürlich. Als ob. Oh Gott, Ronja. Pass aber auf, dass du nicht zu viel abschneidest. Ja, okay, nee, dann so, bist du zufrieden? Eigentlich schon. Ja? Sieht original aus wie vorher, oder? Ja, weil du jetzt Panik gemacht hast, ja? Mit dem, okay. Mit dem Hörnchen. Ich will hier raus, bevor du mir noch die Haare komplett abratzt. Na gut. Dann steig. Ich würde sagen, dein Easy-Mobil ist aber eher lila. Ja, in dem Licht sieht es wirklich ein bisschen lila aus. Ich guck mal, ob es vielleicht pinke Autos noch gibt, abgesehen davon. Kann man Autos nicht umfärben? Ich glaube, man kann Sachen umfärben. Ich denke, man kann Sachen umfärben. Ich habe mal gehört, man kann Sachen... Es ist ein pinkes Easy-Mobil. Da kann uns auch keiner was sagen. Es ist pinker, als es jemals sein wird.
Also, wo willst du hin? Okay, was hältst du davon, wenn wir uns erstmal Häuser kaufen und wir richten die Pink ein? Wenn wir schon das hier sind. Hier sind nämlich gerade zwei Häuser frei. Yeah! Ich nehme das hier. Okay, ich nehme das hier. Ja, wunderbar. Das hätte ich gerne. Dann brauche ich einfach was, was gut Farbe annimmt, denke ich. Also mit viel Weiß. Ich denke, das hier ist eine gute Wahl. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Das baut sich jetzt. Und dann... es ist so hübsch. Aber es ist noch nicht pink, ja? Wir sind noch nicht in unserer Mission am... Oh, warte. Hier, Hausfarbe. Eigentlich eher für ein softeres Pink, sage ich. Boah. Oh, okay, aber das ist noch sehr subtil. Ist deins schon? Oh mein Gott, das ist mein Haus. Oh, dein Haus ist so hübsch. Gigantisch. Dein Haus ist ja wunderschön. Was haben wir denn hier? Ach, das sind die Securities. Hausschild, selbstverständlich, in Pink. Schreibe ich hin. Hier wohnt Ronja. Warum ist wohnt ausgesternchend? Wieso komme ich nicht in mein Haus? Wie hast du gemacht, dass deins so pink ist? Deins färbt nur die Akzente, das ist ja ärgerlich. Ja. Du musst wieder ein anderes Haus holen, oder? Also muss ich auch 10 Minuten ein. Ich ziehe bei dir ein erstmal, übergangsweise, bis ich meins ändern kann. Hereinspaziert. Du hast einfach easy geschrieben, das war schlau, weil hier steht bei mir, als ob ich irgendwie fluchen will. Warte, kannst du easy lesen? Ich kann easy lesen, ja. Ah, bei mir steht's nicht. Echt nicht? Nee. Da musst du jedes Mal ein Leerzeichen dazwischen machen. Ja, weil es ja schon... Ey! Was will der hier? Was Einbrecher. Hier? Hallo, Entschuldigung? Der ist gar nicht pink. Also wenn er pink wäre, könnten wir ihn hier reinlassen. Aber das geht ja nicht. Aber ich suche mir jetzt erstmal ein Outfit, ja? Weil wir sind, glaube ich, noch ganz schön... Oh, hast du ihm gesagt, dass er pinke Sachen braucht? Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Klamotten. Pinkes Oberteil. Bam. Ich glaube, ich wechsle. Ich glaube, ich gehe auf ein richtiges Pinkes. Ja. Okay, pinke Hose, pinke Hose. Ich will eine pinke Hose, die nicht aussieht, als wäre ich gerade im Schlafanzug. Wo ist denn hier eine gute pinke Hose? Hast du schon dein Outfit? Nein, ich bin jetzt auch dabei. Ich musste den gerade bannen. Du musstest den gerade bannen? Der hat mir etwas sehr Beleidigendes gesagt und deswegen habe ich den jetzt rausgeschmissen. Hat er gesagt, er will seine Haare nicht pink machen? Ja, er hat gesagt, ich soll mein süßes Mäuseschnäuzchen halten. Okay. Frech. Ich habe gesehen, muss ich also, ne? Ich habe noch eine Idee für uns. Ich weiß nicht, ob du die gut findest oder nicht. Aber ich habe gesehen, man kann seine Hautfarbe auch ändern. Und das sieht auf keinen Fall gruselig aus. Nein, nein, nein. Ich meine. Nein. Nein? Nein, bisschen pink? Ich habe da deine Unterhose an. Nein, nein. Easy, stopp. Was habe ich getan? Warte, ich muss es ändern. Okay, dann mache ich meine Hautfarbe wieder zurück, aber ich will hier niemanden haben, der schimpft. Oh, wir können doch was essen. Hier, Achtung, aufgepasst. Die eine Sache, die es gibt. Wir können das Frosting... Oh nein, Easy, nein! Nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, wir können das Frosting von dem Kuchen hier schlecken. Ja. Okay. Ist bestimmt lecker. Warum siehst du... Ronja, ich nehme es ernst. Okay, nee, dann nehme ich es auch ernst. Wenn schon, denn schon, ne? Okay. Dann mache ich das. Dann bin ich dabei. Ich mache aber eher ein blasses Pink. Ich glaube, das repräsentiert meine wahre innere Hautfarbe mehr. Das ist meine Kreditkarte. Oh, ja, danke. Hier, willst du mal probieren? Ich würde gerne mal probieren. Schön knusprig. Crunchy, wenn du reinbeißt. Ah, oh, danke. Okay. Passiert. Ah! Oh, wollen wir in den Club fahren? Jetzt, wo wir unsere hübschen Outfits haben. Ich bin mir sicher, alle anderen sind beeindruckt. In den Club fahren! Ich habe gerade eine Meldung gekriegt. Let's go! Let's go! Oh Gott. Wo muss ich hinfahren? Bitte rechts abbiegen. Rechts abbiegen? Weiß ich nicht. Ja, ja. Nein, nicht gegen den Baum. Nicht gegen den Baum. Mist, ich komme nicht mehr weg. Nein. Ach, komm schon. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, sehr gut. Und... Oh. Oh Gott. Der Führerschein war nicht pink, den besitzen wir nicht. sowas brauchen wir nicht hier. Führerschein ist überbewertet. Ist komplett Quatsch. Bist du drin? Okay. Yes. Okay. Dann fahren wir mal. Was ist das hier? Das ist nicht der Club. Das ist nicht der Club. Hier sind die... Oh nein, ich kann auch nicht fahren. Ich glaube, das hat abgefärbt. Oh nein. Hier ist der Club. Einmal links. Hier hat jemand unser anderes... Warte, waren wir hier vorhin? Ich glaube, wir waren hier vorhin. Aber das ist aber der Club.
Richtig, da oben drüber. Über dem Nagelsalon. Ah. Okay. Aha. Wie kommen wir da hoch? Ah, hier. Bin da. Okay, hier gibt es... Oh nein, das sah kurz pink aus. Ich habe mich gefreut, dass wir was haben. Aber es war nur Cola. Und dann war das andere Getränk halt dein Getränk. Oh, aber überleg mal, wie cool das ist, wenn du so einen riesen Balkon hättest, der so unten Glas ist. Wie nice. Und dann hast du diese Lichter. Das sieht, ich muss sagen, sehr cool. So viel schlimmer aus, dadurch, dass wir einfach unsere pinken Hautfarben haben. Und dann die Lichter flackern. Und man sieht einfach aus, als wäre man so gerade frisch gelandet von einem anderen Planeten. Wir sind eigentlich Aliens. Und wir sind jetzt hier nur enttäuschen, vor Menschen zu sein. Deswegen ist hier auch keiner. Wir schrecken die Kundschaft ab. Ich gehe jetzt mein pinkes Baby baden. Okay. Ja, ich glaube, wir sollten langsam auch mal nach Hause fahren. Es ist schon 11 Uhr abends. Echt? Oh, ich bin gerade mit einem Sprung ins Auto gesprungen. Hast du das gesehen? Ja. Ich bin amazed. Okay, kann ich nochmal erwähnen, was für einen komischen, starrenden Blick du hast? Nee, das möchte ich nicht, dass du das erwähnst. Du siehst irgendwie sehr verängstigend aus. Ich sehe nicht verängstigend aus. Ja, mit dir in einem Auto zu sein. Aha, mit mir in einem Auto zu sein ist gefährlich. Mein Kind Angst, es schreit. Mama. Okay, warte, ich parke hier ein. Hast du eine Garage? Ich hab eine Garage. Ah, warte, dann packe ich kurz in die Garage ein, damit uns nicht nochmal jemand unser Auto klaut. Was? Koni Ratiomi hast dein Safe rausgeraubt. Was? Warte, der ist noch da, der ist bestimmt noch da, den können wir fangen. Da vorne. Hallo? Stehen geblieben, halt. Halt. Komm her. Ich hab ihn. Ich hab sie geschnappt. Ja, nice. Die wird jetzt hier eingesperrt. Ja. Die kommt in die Garage. Okay. So. Jetzt ruf hier die Polizei. Einmal rein. Garage zu. Warte, schnell. Garage zu. Nein, schneller. Nein, ich bin zu langsam. Wo mache ich die Garage zu? Oh, du hast eine... Okay. Die freiberufliche Polizei ist da. Oh mein Gott, die hat eine Bombe gezündet. Nein. Die hat eine Bombe gezündet. Oh, aber das ist der Alarm. Oh mein Gott, die fährt weg. Nein, stopp. Stehen geblieben. Ach, die ist viel zu schnell. Ich glaube, die kriegen wir nicht. Die hat ein Baumhaus. Kommen wir da drauf? Oh, no. Die kann uns aussperren. Das ist ihr Haus. Die kann uns hier bannen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott. Naja gut, das war's dann aber mit einem Tag in Roblox in Brookhaven. Komplett pink leben. Ich würde sagen, wir haben die Challenge relativ gut gemeistert, ja. Also viel pinker wird's nicht. Falls ihr sowas nochmal sehen möchtet, vielleicht mit einer anderen Farbe, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag und abonniert auch auf jeden Fall Easys und meinen Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!